Lass die Füchse raus! Hier kommt der MVP. Hallo Stavros. Hallo Marc. Heute war das Treffen, das erste Treffen der Landesligisten und Regionalligisten. Wie lautet dein erstes Fazit? Ja, wir sind in das Treffen reingegangen, ohne jetzt zu ahnen, wie es dann letztendlich vonstatten geht. Das Ziel war offen. Unsere Absicht war natürlich, einen Modus zu finden und eine Konstellation zu finden, wie die Interessen aller Vereine in dieser Liga, die wir ja noch nicht kennen oder nicht kannten, wie die sich dann darstellen werden. Und ich war überrascht, dass wir wirklich ein sehr sachliches, sehr konstruktives Gespräch führen konnten. Es waren auch Vertreter vom EHV dabei. Und was ich sagen kann, ist, dass wir eine sehr interessante Liga haben werden und dass den Fans sicherlich auch gutes Eishockey geboten werden wird. Stavros, die zweite Frage heute. Viele Anfragen von Fans haben uns in den letzten Tagen und Wochen erreicht, warum wir keinerlei Dauerkarten verkaufen. Hast du dazu eine Antwort oder Erklärung? Ja, natürlich habe ich eine Erklärung. Selbstverständlich würden uns Einnahmen aus dem Dauerkartenverkauf weiterbringen. Vor allem aufgrund der aktuellen Situation. Allerdings möchten wir hier seriös arbeiten und wenn ich erst letzte Woche Mittwoch bzw. jetzt vor 3 Tagen den Betrieb der Eishalle gesichert habe, dadurch, dass P&C Sportmarketing mit der Stadt das Abkommen unterschrieben hat, dass das hier weitergeht. Wenn ich sehe, dass wir bis zum Treffen heute nicht mal ansatzweise wussten, wie die Ligenkonstellation aussieht. Wenn ich sehe, dass Sponsoren oder auch die gesamte Wirtschaft um uns herum noch massiv mit den Auswirkungen des ersten Lockdowns kämpft, dann weiß ich nicht, ob es ein gutes Signal wäre, jetzt in dem Zusammenhang schon mal Dauerkarten zu verkaufen, weil die Frage ist, für was? Wenn ich wüsste, wie viele Spiele ich habe, wenn ich weiß, wann es losgeht, wenn ich weiß, in welcher Liga ich spiele, ist es einfach und dann ist es auch nachvollziehbar, wie auch zum Beispiel eine Preisgestaltung da stattfindet. Aber ich konnte noch nicht mal die Anzahl der Spiele schätzen. Und das wird sich jetzt natürlich, nachdem wir heute zusammengesessen haben mit allen beteiligten Vereinen, die Meldefrist, wie ihr wisst, ist, glaube ich, am Dienstag. Ja? Das ist am Dienstag ist die Meldefrist vorbei. Dann ist es klar, wer letztendlich hundertprozentig auch dabei ist, weil heute haben wir es besprochen. Es muss natürlich auch formell auch so verabschiedet werden. Und wenn wir das dann wissen und die Spiele dann planen können, dann wird es auch die Dauerkarten geben. Und dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir Dauerkarten verkaufen. Und dazu muss ich natürlich sagen, das wird wahrscheinlich auch, kann durchaus sein, die einzige Form des Kartenverkaufs sein, weil wir aufgrund der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen davon ausgehen müssen, dass wir nur Zuschauer reinlassen dürfen, die uns namentlich bekannt sind, die konkreten Sitzplatz zugeordnet bekommen, vielleicht aber sogar Stehplatz, das ist noch unklar. Und da wird es an einer Dauerkarte nicht vorbeigehen. Vielleicht gibt es auch Zehnerkarten oder Blockkarten, das wissen wir noch nicht. Da sind wir gerade dabei, den Hygieneplan herauszuarbeiten. Wir hoffen natürlich auch auf eine Vorgabe vom DEB, die für diese Woche angekündigt ist. Ja, es ist alles sehr fließend, aber nur mal auf deine Frage zurückzukommen. War nicht machbar. Dauerkarten gewissenhaft zu verkaufen, ich weiß, andere Vereine machen das, ist nicht unser Stil. Okay. Stavros, die dritte Frage für heute. Viele Fans kritisieren uns, auch Sponsoren, warum wir mit der einzige Verein sind, die noch keinerlei Spielerverpflichtungen bekannt gegeben haben. Was hast du dazu bitte zu sagen? Ja, ich werde mich wiederholen, aber die Gründe, warum wir keine Spielerbekanntgaben machen, sind genau die gleichen, warum wir keine Dauerkarten verkaufen. Wir wissen bis dato nicht, also wir wussten bis dato nicht, ob es eine Liga gibt, wie die Liga aussieht, wann wir beginnen, wie viele Spiele wir haben, welche unsere Gegner sind, ob wir Eis haben, das ist ja jetzt, wie gesagt, erst am Mittwoch klar geworden. Und auch noch das Damoklesschwert Covid-19 Schutzmaßnahmen, wo wir eine Regelung finden müssen, wie wir denn mit den Spielern verfahren, wenn wir eine Saisonunterbrechung haben. Zahle ich dann weiter bis April, kann sich der Verein nicht leisten,
Wie man dann formal juristisch aus dieser Nummer rauskommt, war mir von vornherein klar, dass es nicht über eine Corona-Klausel gehen wird, weil ich kann das Risiko als Arbeitgeber hier als Verein nicht an den Arbeitnehmer abwälzen. Und da mussten wir auch eine Regelung finden. Da sind wir natürlich auch mit einem Fachanwalt dran, um so einen Vertrag auszuformulieren. Das alles musste gemacht werden. Bedeutet jetzt natürlich nicht, dass wir untätig waren und noch mit niemandem gesprochen haben. Wir haben mit Spielern gesprochen, wir haben Vereinbarungen, wir haben auch Zusagen. Aber Namen gibt es erst, wenn die Tinte auf dem Vertrag trocken ist. Und das ist für mich seriöses Verhalten. Ich muss jetzt hier niemanden beeindrucken, auch der ganze Vorstand muss hier niemanden beeindrucken. Wir arbeiten hart, wir arbeiten im Hintergrund und wenn dann, wie gesagt, alles unter Dach und Fach ist und die Sicherheit dann da ist, dann werden wir die Namen auch nennen und wir werden sie auch vernünftig veröffentlichen, nicht über irgendwelche Gerüchte, sondern zusammen mit dem Spieler wird ein Interview aufgezeichnet auf Video, eventuell gibt es das, gibt es den einen oder anderen Spieler bei einer Veranstaltung des Vereins, so als Live-Interview quasi. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir hier eine Mannschaft zusammenstellen, wo es sich lohnt, ins Stadion zu kommen, wenn wir denn dürfen, und vernünftiges Eishockey zu sehen. Die vierte Frage für heute, Star Wars. Wie weit bist du mit deinen Kollegen, mit den aktuellen Sponsoren? Gibt es da neue Sponsoren? Habt ihr potenzielle Sponsoren? Hast du da einen kleinen Ausblick für uns? Klar, also wir werden diese Saison, vor allem weil wir nicht mit Zuschauereinnahmen rechnen können, zumindest nicht seriös damit rechnen können, sind wir auf Sponsoren angewiesen. Und diese Sponsoren sind zum Teil schon in den letzten Jahren hier gewesen, mit denen haben wir natürlich gesprochen. Wir haben auch Sponsoren neu dazugewonnen. Natürlich sind die Beträge nicht mehr so oder können nicht mehr so sein, wie sie früher mal waren. Einerseits dem geschuldet, dass wir jetzt nicht mehr in der Oberliga sind. Andererseits natürlich auch, weil die Zeiten auch für unsere Sponsoren nicht so ganz rosig sind. Ich weiß nicht, ob einer dabei ist, der eine krisensichere Sparte hat. Ich glaube nicht. Jeder hat da ein bisschen dran zu knabbern. Und das ist der Grund, warum wir auch mit etwas weniger oder mit deutlich weniger Etat zurechtkommen müssen. Und das war auch letztendlich ja der Grund, warum wir jetzt nicht in der Oberliga mitspielen wollen, sondern eine Liga drunter. Und ich kann aber nur sagen, weil da gab es auch anderslautende Gerüchte, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also wir machen hier gar nichts, was irgendein Risiko für den Verein birgt. Wir können die Saison planen mit den aktuellen Sponsoren und auch mit denen, die noch in Aussicht sind, so dass wir sukzessive auch unser Team bilden, unsere Kosten kalkulieren und auch die Ausgaben dem anpassen, was reinkommt. In dem Zusammenhang kann ich euch auch nur sagen, wir sind hier keine GmbH, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Bedeutet auf der anderen Seite, wir riskieren sicherlich nichts, was wir im Nachwuchs geschaffen haben. Und auf der anderen Seite sind wir auch nicht da, um Gewinne zu generieren. Alles, was hier reinkommt, geht zurück in die Mannschaft, in Spieler, in Trainer, in Trainingsmaterial. Und das ist vielleicht etwas, was uns von anderen Vereinen zurzeit unterscheidet. Wir haben in den letzten Tagen, beziehungsweise gestern, nicht in den letzten Tagen, eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Da kamen zahlreiche Fanfragen, was das denn genau ist und wofür das sein soll. Erklär mal bitte für den Abend. Ja, Crowdfunding. Ja, Crowdfunding ist vielleicht nicht so ganz verbreitet, was Vorbereitungen eines Vereins für eine Saison angeht. Mittlerweile vielleicht doch. Wir sind aber sicherlich nicht die Ersten, die das machen. Das ist auch dem geschuldet, dass wir wahrscheinlich nicht den kompletten Etat, den wir uns wünschen würden, über Sponsoren decken können und deswegen auch diverse Marketingaktionen und diverse weitere Aktionen, die uns Geld für den Verein bringen, auch starten. Das ist auch Crowdfunding. Wir hoffen, diese 5.555, glaube ich, am Ende Euro sind zusammenzubekommen. Da gibt es auch dann einen Zuschuss von ein paar Prozent noch von Toyota mit dazu. Das freut uns sehr. Das mag vielleicht für ein Budget vom letzten Jahr jetzt kein Geld sein, aber für uns ist es durchaus Geld. Und um es in Spielern auszudrücken, sind es 1 bis 2 Spieler, die wir damit in der Saison noch zusätzlich in den Verein verpflichten können. Und wie ich es vorhin gesagt habe, wir verpflichten oder geben Geld aus dem Guthaben, was wir generieren. Und das ist ja nicht nur das Crowdfunding. Da darfst du nicht den Shop vergessen, den wir mit Fanartikeln sukzessive bestücken. Wir haben uns vorgenommen,
jede Woche oder jede zweite Woche ein bis zwei Artikel mit dazu zu nehmen. Wir planen, das ist vielleicht auch eine Neuigkeit, die es bisher noch nicht gab, angesichts der 50 Jahre Duisburger Eishockey, was wir im nächsten Jahr feiern, 1971, 2021, ein Jubiläumstrikot, angelehnt an das damalige Design, herauszugeben, eine limitierte Version auch. Das sind alles Maßnahmen, um einerseits für die Fans was zu bieten und andererseits natürlich Einnahmequellen zu generieren, um den Standort Duisburg im Eishockey auch weiterhin zu sichern. Und das ist so viel zum Thema Crowdfunding. Das ist jetzt nichts Besonderes in dem Sinne. Das ist einfach nur eine zusätzliche Aktion. Da bin ich natürlich auch dem Team sehr dankbar, ja, unserem Marketing-Team, das auf die Idee gekommen ist und das dann letztendlich umgesetzt hat. Ich war natürlich involviert, auch der Vorstand komplett war involviert, haben natürlich auch alle mitgearbeitet, ich wahrscheinlich am wenigsten, aber zumindest war ich immer dabei und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ziel auch erreichen werden. Letzte Frage des Abends, eine Überraschungsfrage, hast du ein paar nette Worte für unsere Fans? Ja, ich möchte mich bei den Fans natürlich bedanken für die Geduld. Selbstverständlich ist es so, dass man auf Nachrichten wartet. Es ist ja auch eine Zeit, wo es wenig Nachrichten gibt, bis auf Covid, Covid, Covid oder Corona, Corona, Corona. Wir hätten gerne positive Nachrichten verbreitet. Wir hätten auch gerne Spieler verpflichtet, Dauerkarten verkauft oder Aktionen an der Eishalle gemacht mit Bierwagen. Es gab ja tausend Ideen auch von euch Fans, was wir hätten alles veranstalten können. Alles war nicht möglich, ja, ganz klar. Es sind jetzt irgendwie ganz, ganz schwierige Zeiten für uns alle. Seht uns das nach und hart der Dinge, die so kommen. Und wenn jetzt nicht weiter schlimme Sachen passieren um uns rum, wird sich das natürlich ändern. Und es wird auch die Zeit kommen, wo ihr auch zusammen mit den Spielern hier in der Halle, an der Halle, vor der Halle und wo auch immer zusammenstehen könnt. Und seid euch sicher, freut euch auf ein Team, was nicht nur Eishockey spielt, was ehrliches Eishockey spielt, was auf dem Eis arbeitet, was aus der Region kommt und hier für den Standort Duisburg spielen will und spielen wird. Danke. Gerne.